Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Burger! Servus, liebe Zuschauer, und ich habe wieder eine Legende bei mir. Diesmal vom 1860 München, Torben Hoffmann. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön, sehr gerne. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Und es war natürlich eine große Freude, dass Giovanni hier ist, dass ich dabei sein kann. Bin jetzt auch bei Sky Sport News HD unterwegs. Bin ja selber als Reporter viel unterwegs. Und ja, schön, Giovanni mal wiederzusehen, weil wir haben uns ja damals das ein oder andere Mal auf dem Rasen getroffen. Es war mein härtester Gegenspieler. Achso, das war unglaublich, was der mit mir gemacht hat. Aber jetzt seid ihr befreundet. Ja, seit Hauptstunde sind wir befreundet. Vorher nicht, seit einer Stunde. Also wir haben es gerade gehört, du hast ihm wehgetan. Also man kann sagen, oder ich würde behaupten, ich war der Härtere, er war der Bessere. Und bei den Duellen war es wirklich so, allerhöchsten Respekt auf dem Spielfeld. Ich gebe Ihnen recht, ich habe ihn schon das ein oder andere Mal wehgetan, weil anders kannst du den ja auch nicht stoppen. Nein, und es ist wirklich schön, nach so langer Zeit, ich meine, es ist ja auch schon viel Zeit vergangen, seitdem wir beide aufgehört haben. Und deswegen ist es schön, sich bei so einem Anlass auch mal wiederzusehen und zu treffen. Und ja, ich habe nach wie vor noch allerhöchsten Respekt vor seiner Karriere, die er eingeschlagen hat. Wie sieht es aus? Bist du jetzt schon öfter auf der Wiesn gewesen und hast bestimmt auch noch einige von deinen Kollegen getroffen, oder? Jetzt während der Wiesn. Ich war, zwei, dreimal war ich schon auf der Wiesn. Heute ist sozusagen der vierte Termin und das ist immer schön, weil gerade zu solchen Anlässen die Leute von damals wiederzusehen, ist eine ganz andere Atmosphäre. Man kommt auch mal ein bisschen weg vom Fußball, redet auch mal vielleicht über private Dinge und deswegen freue ich mich immer auf der Wiesn auch, wie gesagt, den einen oder anderen ehemaligen Spieler und Wegbegleiter zu treffen. Und wie sieht so ein Wiesentag bei dir aus? Gibt es da irgendeine Routine? Na gut, ich bin ja seit 2001 jetzt schon in München mit ein Jahr Unterbrechung, wo wir dann nochmal mit der Familie nach Frankfurt gegangen sind, aber eine Routine würde ich gar nicht sagen. Also ich weiß natürlich, was das Oktoberfestbier mit jemandem machen kann, wenn man halt nicht wirklich aufpasst. Deswegen kenne ich meine Grenzen, sagen wir mal so. Aber es ist immer wieder schön zu sehen, jedes Jahr aufs Neue, dass halt einige Leute ihre Grenzen nicht kennen. Und deswegen ist es für mich immer wieder ein feines Spektakel zu sehen, was dann halt so eine Masse mit Menschen anstellen kann. Aber nein, eine Routine nicht. Also ich sitze gerne mit Leuten zusammen, mit Freunden, mit der Familie. Jetzt heute Abend mit Giovanni und dann essen wir und trinken halt ein, zwei, drei Masse. Und dann, wie viel waren es bis jetzt? Bis jetzt waren es anderthalb. Dafür läuft super, alles gut. Oder? Wie viele waren es bei dir? Noch gar keine. Gar keine. Aber das werden wir jetzt nach dem Interview ändern. Das hoffe ich doch. Auf jeden Fall. Wie geht es jetzt heute Abend noch weiter? Ja, auch wenn es so langsam dunkel wird, aber der Abend ist noch früh und ich glaube, dass wir hier noch einige nette Stunden verbringen werden und dann vielleicht gehen wir noch mal ins Weinzelt zum Stefan Kufler, das ist auch ein Freund von mir, da würde ich glaube ich den letzten Wiesenabend vielleicht noch mal zum Abschluss mit ihm auch noch mal verbringen oder noch mal anstoßen, aber jetzt hat erstmal hier Giovanni Elver heute mal meine Aufmerksamkeit. Ja, sehr schön, dann wünschen wir dir noch ganz viel Spaß. Dankeschön. Vielen Dank fürs Interview und alles Gute. Liebe Zuschauer, das war's von uns. Alles, alles Gute von unserer Seite und ja, einen schönen Abend. Macht es gut. Bis dann. Ciao.